Die erste Challenge, mit der wir uns heute beschäftigen, ist die Green Demon Challenge. In der Challenge geht es darum, dass man 8 rote Münzen einsammeln muss, während man von einem tödlichen One-Up verfolgt wird. Die Challenge ist deswegen sehr schwer, weil man nie anhalten kann und falls man von einem Gegner getroffen wird, ist man instant tot. Die nächste Challenge ist die Don't Touch the Color Challenge. Wenn man da einmal die Farbe berührt, von der man davor gesagt hat, dass man sie nicht berühren darf, hat man verloren. Das ist vor allem schwierig, wenn man gesagt hat, dass man Blau nicht berühren darf, weil dann sind manche Level wie Dire Dire Docks zum Beispiel gar nicht mehr schaffbar. Bei der nächsten Challenge geht es darum, dass wenn eine Münze eingesammelt wird, ist Mario 5% schneller. Das kann für manche sehr leicht sein, für manche ist es aber sehr schwer, vor allem für die Challenge, die Vix sich ausgedacht hat. Nämlich hatte er vor, in jedem Level die 8 roten Münzen zu sammeln. Das war ihm aber am Ende ein bisschen zu einfach, weil der Speed nicht gespeichert wurde. Und deswegen hat er noch den 100 Münzenstern in jedem Level machen wollen. Hat er dann aber nicht geschafft und nur 2 Level damit abgeschlossen. Die nächste Challenge oder besser gesagt Modifikation ist Unfair Mario 64. Das soll eine Anspielung an das Mobile Game Unfair Mario sein, was man überall spielen kann und was kostenlos ist. Dieser Hack ist sehr trollbasiert. Und eigentlich wird man von allen Gegenständen, die es irgendwie gibt, getrollt oder umgebracht. Bei der nächsten Challenge handelt es sich um den Ein-Stern-Run, bei der man versucht, Super Mario 64 mit nur einem Stern durchzuspielen. Das funktioniert durch den LBLJ und den SBLJ. Die nächste Challenge ist The Floor is Mad Piano. Das heißt, auf der ganzen Welt sind diese bösen, ja, Klavierteile, wie man sie aus dem Haunted House kennt. Die nächste Modifikation ist Super Mario 64 Land, was eine Anspielung an Super Mario Land sein soll und deswegen auch die verschiedenen Power-Ups hat, wie zum Beispiel den Tanuki-Schwanz. Obwohl es eine Anspielung an Super Mario Land ist, gibt es auch die Katzenglocke aus Super Mario 3D World. Außerdem tut Vic in dieser Challenge eine etwas andere Milch trinken, jedes Mal, wenn er Schaden nimmt. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch mit meinen weiteren Videos.